Hallo, heute zeige ich euch, wie man selbst Brot backt. Brot backen ist eine langwierige Angelegenheit. Deshalb solltet ihr genügend Zeit dafür zur Verfügung haben. Das Brot, welches ich in diesem Video euch zeige, dauert insgesamt bis zu 3 Stunden, aber exklusive des Sauerteiges. Mit diesem Sauerteig beginnen wir nun. Dieser ist wichtig für die Verdaulichkeit von Roggenbrot und dient als Stilmittel. Die Herstellung dauert 2 Tage und erfolgt in 2 Stufen unterteilt. Diese müsst ihr in eurer Planung berücksichtigen. Der Sauerteig kann auf 2 Arten hergestellt werden, und zwar mit Germ und ohne Germ. Die Herstellung ohne Germ dauert jedoch wesentlich länger, nämlich 4 Tage. Eine weitere Möglichkeit ist es, sich den Sauerteig entweder flüssig oder getrocknet in Naturkostläden, im Supermärkten oder gleich beim Bäcker zu kaufen. Für die Verwendung dieser gelten dann die Angaben auf der Packung bezüglich Mengen pro Kilogramm Mehl und Verwendung. Bei der ersten Stufe, die ich nun herzeige, werden 150 Gramm Roggenmehl, 2,5 Gramm Trockengerm und 250 ml Wasser zu einem dicken Brei miteinander vermischt und in einem warmen Raum 24 Stunden ruhen gelassen. Nun haben wir hier den dicken Brei. Wir lassen ihn nun zugedeckt 24 Stunden ruhen. Nachdem weitere 24 Stunden vergangen sind, werden nochmals 150 Gramm Roggenmehl und 150 ml lauwarmes Wasser hinzugegeben. Man verrührt das Ganze jetzt nochmal gut und lässt den Sauerteig dann nochmals für 24 Stunden ruhen. Ebenfalls wieder an einem warmen Ort. Wichtig ist es, das Mehl und das Wasser immer in der gleichen Menge zu verwenden, damit der Sauerteig nicht zu flüssig wird und die Gefahr von Fehlgärungen geringer wird. Der Sauerteiganteil wird immer mit 20 bis höchstens 50% des gesamten Roggenmehlanteils des Brotes berechnet. Nachdem nun 24 Stunden der Sauerteig wieder gerastet hat, können wir beginnen, den eigentlichen Brotteig herzustellen. Dazu werden alle Zutaten zu einem glatten Teig. Die Knetdauer ist abhängig von verwendeten Mehl. Bei roggenmehlbetonten Teigen, wie es bei diesem hier der Fall ist, werden nach der Homogenisierung der Zutaten, das heißt sobald ein glatter Teig entstanden ist, wird noch 3 bis 5 Minuten weiter geknetet. Die verwendete Flüssigkeitsmenge ist von verschiedenen Faktoren abhängig und kann deshalb etwas weniger oder auch etwas mehr sein. Statt Wasser kann man auch Bier, Wein, Sauermilch oder auch Buttermilch verwenden.
Teige kann man per Hand kneten. Bei kleineren Mengen kann man auch auf die Hilfe der Küchenmaschine zurückgreifen. Jetzt ist mein Teig fertig und ich lasse ihn. Und nun für das Abdecken habe ich mir ein Geschirrtuch vorbereitet. Kommen wir nun zum Ausformen der Brote. Je nachdem, wie man Bedarf hat, kann man nun verschieden große Becken oder auch mehrere Laibe oder so formen. Ich habe mich entschieden, den Teig in zwei Teile zu teilen und zwei Becken daraus zu machen. Zum Ausarbeiten des Teiges wird die Arbeitsfläche gut mit Trockenmehl bemehlt und auch meine Hände bemehle ich gut. Auf die Teigkante sind mir das Teilen des Teiges ermöglicht. Ich nehme nun die Hälfte des Teiges heraus, um den ersten Becken zu formen. Körbchen, das sogenannte Sinkball. Wer so etwas nicht zur Verfügung hat, kann natürlich auch das Brot einfach so nach Belieben ausformen und auf einem Backblech, welches mit Backpapier ausgelegt ist, ruhen lassen. Diese Variante mache ich beim zweiten jetzt. Diese Becken kommen dann auf mein vorbereitetes Backblech. Ich lege nun das Brot auf das Backblech. Auch wenn wir es hier wieder ruhen lassen, muss das Brot zugedeckt werden. Wir lassen es jetzt nur mal kurz ruhen, damit es später beim Backen nicht auseinanderfließt. Das Backrohr hat nun 52 Grad erreicht. Darum stürzen wir das Brot aus dem Sinkball jetzt heraus. Das hat jetzt die schönen gewohnten Abdrücke. Wem es gefällt, kann auch noch so Schnitte in das Brot hineinmachen. Oder auch so X, wie es einem gefällt. Alternativ zu den beiden Varianten kann man das Brot auch noch in einer Kastenform machen. Dazu wird das Brot nach dem Ausformen in die Kastenform gelegt, dann in der Kastenform ruhen gelassen und dann mit der Kastenform in das Backrohr geschoben. Es wird auch eingeschwadet in das Backrohr, das heißt, dass Dampf zur Verfügung steht. Dazu kann man eine Schüssel Wasser in das Rohr stellen oder auch mit einer Sprühflasche einige Mal auf den Boden sprühen. Das Backrohr wird jetzt nicht mehr geöffnet, bis das Brot fertig ist. Nun wird ca. 10 bis 15 Minuten bei 250 Grad Celsius gebacken und dann wird auf 180 Grad zurückgedreht.
Nachdem ich die Temperatur auf 180 Grad Celsius zurückgedreht habe, dauert die Backzeit noch 30 bis 60 Minuten. Man weiß, dass das Brot fertig ist, wenn man es umdreht und es beim Klopfen hohl klingt. Es ist also fertig.